Professor Müller, das San Antonio Breast Cancer Symposium 2020, SABCS, findet dieses Jahr oder fand dieses Jahr virtuell statt. Und es gibt schon wieder einen neuen Hoffnungsschimmer für triple-negative Patientinnen mit einer neuen Substanz. Was wissen Sie dazu? Ja, liebe Frau Heidinger, liebe Renate, das Schwierigste an dieser Substanz ist erstmal der Name, Sacituximab govitecan. Und es ist die Idee, die wir ja schon vom HER2-positiven Brustkrebs kennen, einen Antikörper zu nehmen, der sich gegen bestimmte Eiweißstrukturen auf Zellen richtet und den zu koppeln mit einer Chemotherapie. Hier heißt der Eiweißstoff TROP2, das kann man auch eigentlich gleich wieder vergessen. Man hatte gesehen, dass dieser Eiweißstoff, der natürlich auch in einer bestimmten normalen Funktion des Körpers eine Rolle spielt, auf Krebszellen und insbesondere beim triple-negativen Brustkrebs, also hormonunempfindlich und HER2-negativ, besonders vorhanden ist, stärker vorhanden ist. Und aus diesem Grunde sind dann Studien unternommen worden mit dem Sacituximab govitecan. Ich sage in Zukunft mal SG, damit meine Zunge nicht abbricht. Und diese ersten Studien waren sehr erfolgversprechend. Und schon aufgrund der ersten Studie, wo es noch gar nicht ausgelost worden ist, richtig, das Medikament, eine Phase-2-Studie, ist das Medikament in den USA zugelassen worden. Jetzt im September diesen Jahres haben wir auf dem Europäischen Krebskongress die Daten einer ausgelosten Studie gesehen. Und dort ist dieses neue Medikament, SG, verglichen worden mit einer Therapie nach Wahl des Arztes bei Frauen, die für triple-negativen Brustkrebs mit Metastasen schon mindestens zwei Vortherapien hatten. Das waren Frauen, die also schon sehr viele Chemotherapie hatten und die dann entweder das neue Medikament oder eine Standardchemotherapie erhalten haben. Und die Ergebnisse haben uns, glaube ich, alle sehr begeistert, weil man hat nicht nur gesehen, dass die Zeit bis zum Voranschreiten der Erkrankung verbessert worden ist, sondern auch das Gesamtüberleben und das ohne relevant mehr Nebenwirkungen. In San Antonio nun Daten dazu, ob es Patienten gibt, die möglicherweise besonders von dieser Therapie profitieren. Und es war natürlich naheliegend zu schauen, wie sieht es aus, wenn in den Tumoren oder den Metastasen besonders viel von dem Eiweißstoff ist, TROP2, an dem dieser Antikörper bindet. Und es war eigentlich nicht so. Es hat nicht so ausgesehen und sieht nicht so aus, dass man das überhaupt im Gewebe bestimmen muss, sondern alle Gruppen haben gleichermaßen besser profitiert von dem neuen Medikament als von dem Standard. Und das ist, glaube ich, total wichtig. Und dann gab es noch eine Auswertung zum Thema Hirnmetastasen. Wir haben ja noch eine andere Aufnahme dazu gleich gemacht, dass Frauen, die Hirnmetastasen hatten, und mehr kann man aus dieser Studie nicht sagen, weil das nicht so richtig ein Gegenstand der Studie war, auch genauso von dem neuen Medikament besser profitiert haben als von der Standardtherapie. Also man braucht diesen sogenannten Biomarker hier nicht zu bestimmen. Das ist ein mögliches neues Medikament für triple-negativen Brustkrebs. Eine Zulassung in Europa besteht noch nicht, wird aber angestrebt und wir erwarten die für das kommende Jahr, also für 2021. Ein Hoffnungsschimmer für die weiteren Therapieschritte beim triple-negativen metastasierten Brustkrebs. Woran liegt es denn, dass das jetzt nur für das triple-negative Mammakarzinom einsatzbar ist? Das hat so ein bisschen damit zu tun, dass man tatsächlich gesehen hat, dass dieser Eiweißstoff besonders stark beim Triple-Negativen vorhanden ist. Es hat ja sicher auch damit zu tun, dass man, wenn man so einen Hinweis hat, das zuerst dort untersucht, weil dort natürlich die Behandlungsmöglichkeiten immer noch am wenigsten Fortschritt haben, könnte man mal sagen. Hat sich ja in den letzten ein, zwei Jahren einiges getan. Es gibt auch eine Studie bei hormonempfindlichem Brustkrebs. Also auch dort ist es möglicherweise eine weitere Option anstelle einer normalen Chemotherapie. Wobei man sagen muss, man darf sich nicht vorstellen, dass dieses Medikament keine Nebenwirkungen macht. Auch hier gibt es Blutbildveränderungen, es gibt auch ein bisschen Übelkeit. Also es ist verträglich, aber es macht auch Nebenwirkungen dementsprechend einer Chemotherapie, nur es wirkt deutlich besser und es ist auf jeden Fall auch nicht schlechter verträglich als die Standardchemotherapie. Insofern, wie ich schon gesagt habe, ein Fortschritt. Ja, prima. Dann weitere Hoffnungen für Patientinnen. Das Spektrum erweitert sich ja doch immer mehr. Ne? Genau. Und das ist gerade, wo wir so viele Jahre auf der Stelle getreten haben beim triple-negativen Brustkrebs, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft.
Es ist ein bisschen tatsächlich eine Begeisterung. Wir haben positive Daten zur Immuntherapie in der ersten als ersten Behandlungsschritt. Wir haben für die Patientinnen, die eine Genveränderung haben, BRCA1 oder 2, die PARP-Inhibitoren und nun auch noch im Bereich der Chemotherapie eine Verbesserung. Das ist noch nicht so, dass wir damit jetzt zufrieden wären. Da ist noch ganz viel Bedarf für Verbesserung, aber trotzdem in den letzten 2 Jahren finde ich extrem viel positive Entwicklung und das merkt man in der Klinik auch, man hat bessere Behandlungsmöglichkeiten. Wunderbar für Sie als Ärzte, aber vor allem natürlich für vor die allen Patientin. Dingen für die Patienten, genau, genau. Auf jeden Fall. Vielen herzlichen Dank. Gerne.